Man kann, glaube ich, auch an anderen Orten zu Hause sein, aber hier ist halt Heimat. Ich reise ja auch viel und immer, wenn ich zurückkomme, merke ich halt einfach, dass ich mich hier auch am wohlsten fühle. Ich bin Maja Lindholm, lebe auf der Flussinsel Wilhelmsburg und spiele Räusche Basketball bei den BG Baskets Hamburg. Ich bin Ava Carstens, lebe in Altona und bin Co-Founderin vom Kollektiv 49. Sind auch viele Jüngere, auch viele Studenten hierher gezogen. Man merkt, dass es auch immer hipper wird sozusagen. Also früher waren ja viele Hafenarbeiter hier, haben hier gelebt. Das hat sich schon gewandelt, dass man auch viele junge Leute hat, auch viele junge Familien, die hierher ziehen. Aber auch also sämtliche Kulturen hier in Wilhelmsburg ist halt echt Multikulti auch. Und irgendwie ist es so ein schönes Miteinander. Genau, also der Energiebunker ist grob gesehen eine Aussichtsplattform, könnte man sagen, wo man auf jeden Fall auch sehr guten Kaffee trinken kann und auch Kuchen essen kann. Mit halt einfach einer richtig, richtig schönen Aussicht, weil sonst kennt man immer nur den Ausblick vom Hafen dann irgendwie auf die andere Seite, aufs Musicalzelt und so. Aber das ist halt wirklich mal der Blick auf die Stadt, den man halt einfach sonst sehr, sehr selten hat. Hamburg ist irgendwie unaufgeregt in vielerlei Hinsicht und trotzdem dabei nie langweilig. Und wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ist es vielleicht auch so, ich bin wahnsinnig neugierig, mag total gerne Sachen ausprobieren, aber ich habe auch total gerne meine Ruhe. Wilhelmsburg ist die größte Flussinsel Europas. Und hier sieht man auch, hier ist nämlich überall Wasser. Also hier auch der Kanal und so. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, so auch ja, das größte Ziel, so nach den Paralympics eine Heim-WM. Also es ist ja wirklich immer ein Stadtteil hier. Das ist was Krasseres, glaube ich, kann man irgendwie gar nicht erleben. Allergrößter Erfolg oder ja, war schon halt der Sieg der Goldmedaille bei den Paralympics 2012 in London. Ich habe eigentlich immer in Hamburg gelebt, in verschiedenen Stadtteil, meistens so südlich der Elbe, daher schlägt da quasi mein Herz so im Süden, auch wenn einiges schon gar nicht mehr zu Hamburg zählt. Jetzt, wo wir heute in Wilhelmsburg waren, hat man ja trotzdem eine ziemliche Nähe zur Innenstadt. Also man steigt irgendwie in die Bahn ein und es sind dann 10 Minuten und man ist wieder am Hauptbahnhof. Ja, eigentlich ist es so kitschig und klischeehaft, aber das Tor zur Welt, es ist oder das Gefühl zu haben, da geht es halt noch weiter. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich halt am liebsten noch näher am Meer sein. Aber weil ich Hamburg so liebe, habe ich mich nie dafür entschieden, hier wegzugehen. Läuft ja dann auch der Gitarrenspieler mit seiner Musik und singt irgendwie so ein bisschen Portugiesisch und irgendwie allein diese Geräuschkulisse, finde ich, erinnert immer schon so ein bisschen so an Urlaub. Und wenn ich so den Hafensee und das Wasser, da finde ich halt einfach irgendwie echt meine Ruhe so in so einem hektischen Alltag. Das bringt mich dann auch echt runter. Hamburg ist irgendwie unaufgeregt in vielerlei Hinsicht und trotzdem dabei nie langweilig. Ich habe das Gefühl, ich sehe mich an dieser Stadt nicht satt.